Wir wollen heute erforschen in War Thunder. Ich habe an, mit für dieses Fahrzeug, wir werden heute nur dieses Fahrzeug machen. Ihr seht es da schon rechts. Ich habe zwei von denen und einen von denen einfach mal aktiviert, weil sie bei mir sowieso verfallen, weil ich jetzt nicht jeden Tag zocke. Und wäre ja schade drum. So, meine Freunde. Dann wollen wir mal das Spiel starten lassen. Und dazu drücken wir jetzt mal feste die Daumen und die Zehen. Und kneifen mal die Arschbacken zusammen. Und meine Challenge heute wird sein, ich weiß gar nicht, ob ich für den Gutscheine habe, nur mit diesem Fahrzeug zu spielen. Und ich darf mich nicht über andere aufregen. Das wird die Challenge der Challenges. Ob ich das schaffe, keine Ahnung. Weil ich kann ja nicht meine Fresse halten. Ich muss ja, wenn ich Dummheit sehe, muss ich es herausposaunen. Und ja, manchmal schreie ich mich auch den ganzen Tag im Spiegel an. Oh Gott, was ich da schon rede. Oh. So, es gibt wieder nur einen Punkt zum Erobern. Ich würde sagen, ich starte hier. Ich habe. Na gut, wir gehen mal in die Schlacht mit unserem Gepard. Dieser Punkt da. Lass mich mal überlegen. Gab es da mich nicht mal andere Spawnpunkte auch? Gibt es wirklich nur diesen einen Punkt? Really? Es gibt wirklich nur diesen einen Punkt, okay. Dann fahren wir mal dem breiten Pöbel hinterher. Lassen wir überlegen. Gefällt mir das? So, die beballern sich da vorne schön selber. Deswegen will ich... Schieß nur ein einziges Mal auf mich. Mach dich so weg. Ihr seht selber. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Schwierig. Deswegen wollte ich jetzt hier ganz schnell weg. Und ihr seht ja, es wird wahrscheinlich... Der hat die ganze Truppe aufgehalten damit. Ihr merkt es. Ich habe mich nicht aufgeregt. Das heißt, Teil 1 der Challenge hat schon mal gut angefangen. Der hat die so geil aufgehalten. Das wirklich, die schon, aber das ist logisch. Der nächste, der gestorben ist. Alter Falter. So, ich will nach links ausweichen. Weil ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Idiot auch vom Gegner jetzt hier drüben entlang fährt. Das will ich unterbinden. Der Feind hat die Initiative. Wie weit komme ich runter? Nicht wirklich weit. Okay, es kann nur besser werden. Ich will einmal nur A reinschauen.
paar Bäume fällen. Musste kurz sein. Wäre schon geil, wenn ich darauf fahren würde, oder? Wäre das geil? Artillerie, Feuer bereit. Okay, der erste gegnerische Platz, das ist schon mal gut. Keine Ahnung, ob der Platz da schnuckelig ist. Jawohl, einen habe ich getroffen, sehr schön. Genau so habe ich mir das vorgestellt. So, wo steht ihr, ihr Lausbuben? Ich will nur mal ein paar Bäume fällen. Wenn wir nicht etwas unternehmen, hat der Feind gesiegt. Okay, ich sehe schon, der Posten ist nicht so geil gewählt. Ich muss da runter, so leid es mir tut, denn unsere machen es ja nicht. Ich hoffe, ich komme da noch runter. Sind nicht unsere. Komm, mein Freund, dreh. Dreh, 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 dreh. Ach, so schnell habe ich gar nicht drehen können. Den Flieger will ich mir holen. Ich muss jetzt da runter, es hilft alles nichts. Ich hoffe, ich wähle den richtigen Weg. Eine Schräge immer gerade runterfahren. Wow, wow, wow. Okay, haben wir. Der Feind siegt. Ja, natürlich siegt er. Jetzt müssen wir reinfahren. Ich würde mich gerne um die Flak kümmern, aber kann ich nicht. Ich muss mich um Panzer kümmern. Was ist er denn? Man hört die Scheiße immer nur, aber sieht sie nicht, weil die Kameraführung so behindert ist, dass man hier im Dreck schauen kann. Ich hoffe, da bleibe ich nicht drin stecken. Ich muss jetzt leider mit Vollgas da reinfahren. Steht und schaut, verliert. Frage ist, wie komme ich jetzt da hoch? So, muss jetzt kurz sein. Da wir jetzt gleich aufs Gesicht kriegen, das rieche ich. Da. Feind
feindliche Truppen haben mein Gebiet eingenommen. Da hat er geguckt. Ich aber auch. So, das ist jetzt blöd. Ich muss da den Hang rauffahren. Da glaube ich, kriege ich auch gleich wieder aufs Gesicht. Bitte lass jetzt keinen hinter mir sein. Bitte, bitte, bitte. Ah ja, da schon wieder ein. Fahr weiter, Depp. Weg hier! Unser Sektor liegt unter Artilleriebeschuss. Ich muss jetzt leider drin stehen bleiben, auch wenn es schlecht ist. Okay, das ist schon mal gut. Das ist schlecht. Oh fuck, ich krieg da jetzt so aufs Gesicht. Bitte lass mich nicht verrecken. Der sieht mich jetzt auch nicht. Das weiß ich. Komm, jawohl. Woo! Fuck, war das geil. Ich hoffe, dass der Idiot da hinten auf mich aufpasst. Psst, ganz leise jetzt. Ich muss mich zurückverhalten. Fuck! Oh Gott, von da oben, wo einer steht, hä? Da oben steht einer! Flak! Bitte! Echt, jetzt kämpft er und ich habe leider keinen Gutschein mehr. Das heißt, ich muss leider mit dem anderen rein. Ja, muss ich, es hilft nichts. Na, ich gehe mit dem rein. Die Munition für den Arsch ist, nehme ich die mit. Komm, jetzt. Ach, das war so schade. Die Flak, die man da jetzt sieht auf der Minimap, E4, die hätte mir den Arsch retten müssen. Ne? Weil man kann ja nicht in alle Richtungen schauen. Die Aktion kam leider zu spät von der Flak. Dann wäre das ein perfektes Spiel gewesen. Aber nun gut. Man kann in dem Video jetzt definitiv erkennen, dass ich, falls wir dieses Spiel gewinnen, ich das Spiel gewonnen habe. Auch wenn ich vielleicht nicht Erster werden sollte. Ganz einfach, weil die Flak die Panzer weggewurstet hat und die Zone gecaptured hat. So, jetzt fahre ich schnellstens. Ja, Gott. Komm, bitte, erobert. Lasst Verhindertes erobern. Da stehen drei Fahrzeuge ringsherum. Wie kann es sein, dass der da reinfahren kann? Dreh doch dein scheiß Rohr schneller. So, jetzt schauen wir uns, dass wir uns mal ein bisschen um das Flugzeug kümmern. Ah, das ist unseres. So, und ich bringe mir jetzt mal in Position. Es ist zwar hier eine beschissene Position. Ganz beschissen. So, ich mutmaße jetzt, dass die Flak davor gefahren ist und schön alles brav aufgedeckt hat und werde wahrscheinlich
gleich wieder hart in den Popo gebumst. Für diese Anmaßung. Freund, gut. Da scheint aber noch einer zu sein, weil sonst wird sie nicht draufschießen. Die Yu. Du wirst verfolgt. Kommt sie nach oben. Fliegt die weg? Die fliegt weg. Freund oder Feind? Freund. Feind. Feindfahrzeug zerstört. Da kommt er wieder. Ach Gott, schaut euch das langsame Rohr an. Ich krieg hier... Der kriegt das Rohr nicht weiter hoch. Ich muss mich vom Flieger verstecken. Der kriegt das Rohr nicht weiter hoch. Ist halt keine Flak. Du schmeißt dir keine Bomben, oder? Lappen. Alter, das ist doch schon hin. Oh, da kommt was. Jetzt brauche ich wieder eine Woche, bis der das Rohr runter macht. Schaut's zu. Wo bist du? Ich fahre in Deckung, du Wichser. Na, ich fahre nicht in Deckung. Ich will dich haben. Alter, bei dem ist das Gammelrohr so langsam, leck mich am Arsch. Da kriegst du ja wirklich Gesichtsplack. Dreh weiter am besten. Komm, bringen wir uns mal. Oh oh. Soll ich auf dich aufpassen? Ich weiß, dass da hinten noch irgendeiner rumfährt. Komm, den kriegen wir rein. So, ich habe mich nicht aufgeregt. Habe? Konzentriere! Modifikation über eine 2 alle erforscht. Ah, gut, dass ich den gewählt habe. Der war noch nämlich noch nicht ganz taufrisch. Die haben wir hier und jetzt können wir die forschen. Da hatte ich eigentlich gesagt, für was denn, wenn die schon für den Arsch ist. Aber nun gut. Alles andere haben wir, gell? Passt. Forschen. Panzer 3 Dingensbummens ist fertig. Okay. Oh, ho, 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 Baby. Ja, wenn das mal nicht eine geile Aktion war. Das ist schon erforscht. Hab trotzdem noch 2000. Forschung, jawohl, Forschung, jawohl. Ja, ja, komm, blauer mich nicht zu. Und Forschung, jawohl. Und der hat noch 1352. Offen. Ja. Das war doch mal ein schönes Spiel. Was habe ich denn da Schönes gekriegt? Der 22. Mhm. Mein 800. Spieler besiegt. Sehr schön. Flecken. Aha. Sehr schön, sehr schön. So, da war ein Flieger dabei. Das weiß ich. Aber man muss ja bedenken, ich habe mit der Flak gespielt und die Flak hat sie alle weggewurstet. So, jetzt müssen wir mal schauen. Der hier mit seinen 5-1, sind wir wieder bei dieser Thematik, mit seinem Partner mit 0-0,
ist besser als wir mit unserem 9, 1 und 2. Also das ist ausgeglichen, ne? Sieht man ja. Wir haben sogar, ja, Gaijin, ihr seid definitiv, was das noch immer angeht, die größte Lappenfirma auf der ganzen Welt. Aber okay, muss man nicht verstehen, will man nicht verstehen. War ein schönes Game von mir. Und Flieger sind sowieso, ich weiß nicht warum, extrem haben einen extremen Vorteil, was Punkte angeht. Vielleicht waren sogar beide mit Fliegern drin. Ich habe keine Ahnung. Der erste Platz ist definitiv in Ordnung. Dieser Platz. Oh. Ist, naja, wurscht. Es geht ja nicht darum, es geht ja um das. Da. Drei Panzer, der zerlegte Gepard. Braves. Ja, schauen wir mal, was sie in der Forschung getan hat. Wir nähern uns langsam den Panzer 4G. Das heißt, da fängt dann unsere nächste Kategorie an, unsere nächste Abteilung. Die Abteilung bis 4.0. Oder? Schauen wir mal. Da will ich nämlich dann den reinnehmen, den ich schon habe. Diesen reinnehmen. Und ich weiß, dass der wieder nur die Kack-Munition dabei hat, deswegen interessiert mich der eigentlich noch nicht so. Kann ich den mit reinnehmen? Den Wirbelwind, den muss ich allerdings erst erforschen, aber den kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Der geht allemal. Ist das nicht schön? So. Lieblich. So, haben wir gemacht, dann... Oh. Ist egal, haben wir jetzt nicht gekriegt, aber interessiert uns auch nicht mit diesem komischen Rang 2 bis 4. Wenn sie meinen, solche Begrenzungen machen zu müssen, sollen sie. Ich denke mal, dann können wir hier den Schnitt machen oder besser gesagt einen Break. Meine Gutscheine sind verballert. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Tipps und Tricks, wie immer in die Kommentare. Und ehrlich gemeinte Abos erfreuen auch mein Herz. In diesem Sinne einen wunderschönen Abend, eine geruhsame Nacht. Haut da rein. Tschüssili!